denke zum Beispiel, dass der erste Satz mit dem Gesetz und der Tiefenstreicher und der Bläser schon in einen starke bezogen hat auf Bach, und zwar ganz direkt gesagt auf den, die Kantate 106, auf den Abriss Bagicus mit seinen tiefen Instrumenten, wo ja auch dasselbe Thema behandelt wird. Jetzt gucken wir mal ein paar Sachen an. Ich würde gerne den Anfang des ersten Satzes jetzt machen. Und wir haben ja bei Brahms dann immer sehr intelligent gemacht, eine Verbindung von drei Motiven. In der Orchestereinleitung. Weil in ihrer Kontrabassion, die Brecelli, haben diesen reflektierten Rhythmus. Ich denke, er meint damit das Ticken einer voranschreitenden Uhr. Also die Uhr eines Lebens, die abläuft. Ja. Bam, bam, bam. Und dann kommt in den zweiten Schritt diese chromatische Linie dazu. Das ist das typische Lamento der Barockzeit, wenn wir bei Bach finden, bei Hörsel schon finden, bei Italienern finden. Das Beklagen einer solchen Situation. Und dann drittens diese wunderbare Melodie, die er eben am Anfang spielt. Er stellt also gewissermaßen das Orchester vor. Er sagt nichts, das ist noch kein Wort gefallen. Und das sind schon bedeutungstragende Themen. Und dann kommt der Chor rein, a cappella, so als gäbe es kein Orchester. Singt auch erstmal alleine, der Orchester spielt alleine, Chor singt alleine. Und der Chor sagt sofort, der Text beginnt, selig sind die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Das ist ein Wort, das den Seligpreisungen, also der Bergpredigt Jesu, eines der wenigen Worte von Jesus, die Brahms vertont. Den Namen Jesus erwähnt er im ganzen Stück überhaupt nie. Wollen wir einfach machen und versuchen, die dem ein bisschen nachzudenken.